Der nächste Vogel, der gleich von hinten mit zukommt, das ist unsere Renate. Ein paar technische Daten zu unserem Vogel. Dieser Vogel ist ein Allesfresser und mit alles meine ich alles. Bitte nun alles Essbare wegpacken, in den Rucksack rein, Rucksack zugemacht und draufgesetzt. Renate ist gnadenlos. Wir haben die Szene hier selbst im Zoo schon erlebt. Ein Kind beißt beherzt in den Schokokeks. Zack, hing der Rabe mit dran. Nein, nein, das war ja nicht schlimm, aber Oma wollte das Selbstgebackene auch nicht hergeben. Und alle drei drehten sich schreiend im Kreis. Szenen, die man vergessen möchte. Ja. Aber so ganz. Ach, guck mal da. Ich glaube, Renate ist startklar. Begrüßt sie ruhig mit einem warmherzigen Applaus. Dann kommt sie mit dazu. Renate. Oh, das ist sie verfehlt. Ein Kolkrabe zeichnet sich dadurch aus, dass es für einen Vogel generell recht pfiffige Tierchen sind, die durchaus in der Lage sind, das ein oder andere Problem zu lösen. So hat sich selbst die Wissenschaft damit beschäftigt und versucht, einem Kolkraben eine schwierige Aufgabe zu stellen. Und zwar hatte der Vogel Duchs, bekam ein Wasserglas hingestellt, wo er so ohne weiteres nicht rankam. Passend dazu aber ein paar Steine daneben, hat der Vogel die Steine ins Wasser geschmissen, um die Wasseroberfläche zu erhöhen, um dementsprechend ranzukommen. Versuchen Sie das mal mit Ihren Kindern. Ich bin mal gespannt, was die mit den Steinen anfangen. Renate, komm mal rüber hier, Vorsicht! Wir werden jetzt etwas mutiger und zwar starten wir den Vogel jetzt immer wieder über ihre Köpfe drüber. Renate hat ein bisschen Wind gekriegt. Vorsicht, die kommt ein bisschen knapper als geplant. Ja. Und bremsen, kommt sie. Immer dann, wenn Renate ein bisschen Wind bekommt, nutzt sie das natürlich, hier einmal eine Platzrunde zu drehen. Und Wind haben wir ja noch heute, was Gott. Wer mal etwas genauer hinschaut, der wird erkennen können, das Gefieder dieses Vogels schimmert blau und violett. Man hat zwar in der Schule gelernt, dass Raben schwarz sind, das stimmt aber gar nicht. Das kann man sehr gut sehen. Wenn Sie jetzt gestern noch einen gebechert haben, sehen Sie nur rot und gelb. Welche Farben sehen Sie, junger Mann? Sagen Sie nichts. Diese Regenbogenfarben auf dem Gefieder, die sieht man selbst auch, wenn man eine einzelne Feder dann dementsprechend findet. Mit diesem großen Schnabel sind sie in Verruf gekommen, denn die waren ähnlich wie die Bildzeitung immer zuerst bei der Leiche und haben im Mittelalter sich fast dadurch ausgerottet. Wir wollen uns aber jetzt einmal mit dem Schnabel etwas genauer befassen. Und zwar machen wir Folgendes. Oh, Renate Steuer zielt sicher einen Kinderwagen an. Sie weiß ganz genau, unten im Radkasten befindet sich ein altes Löffelbiskuit. Das kann man mit ein wenig Speichel zu einem köstlichen Mahl formen. So, wir konzentrieren uns aufs Geschehen. Folgendes wird passieren. Renate landet hier vorne auf dem T-Stück. Ich werde ein Stückchen Fleisch so 40, 50 Meter hoch in die Luft werfen. Das ist schon eine Reise wert. Und Renate versucht es dann mit dem Schnabel zu fangen. Renate, komm mal rüber hier. So. Aufgepasst. Das Stückchen Fleisch fliegt hoch in die Luft, Rabe hinterher. Hast du das Drehbuch gelesen? Aufgepasst. Konzentration. Alle. Hopp und. Jawohl. Siehst du wohl, einmal zugeschnappt. Alle spärlich gesehen, Applaus merke ich, das reißt euch nicht vom Hocker. Probiert es doch einfach mal aus. Bei der nächsten Kaffeetafel ein Stückchen Käsesahnetorte in die Luft pfeffern. Bis dann. Liebe Kinder, das ist ein tolles Gesellschaftsspiel. Wenn euch mal langweilig ist, die Gespräche an euch rübergehen, probiert es mal gerne aus. Renate, komm mal auf hier. So, unsere Dame hat so langsam den Schnabel voll, im wahrsten Sinne des Wortes, fängt an Futter zu sammeln. Deswegen lassen wir sie jetzt noch einmal. Oh, Akku leer. Komm her. Das ist immer ärgerlich, wenn mir die Tierchen nicht die ganze Nacht an Strom hängt. Schafft es nicht mehr mit. So, Renate, jetzt fang schon mal an zu klatschen. Die verabschiedet sich. Bis zu 80 Jahre kann uns dieser Singvogel, ihr habt richtig gehört, dazu zählt der Kolkraben nämlich, zum Narren halten. 80 Jahre Menschenjahre, nicht irgendwie mal 7 oder keine Ahnung was, das ist schon ganz schön alt.